Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier auf meinem Kanal, ja, eine weitere Episode Conan Exiles. Wir waren letzte Episode hier unser Eis farmen und ich würde auch sagen, wir schauen jetzt direkt mal, was wir damit so basteln können. Dafür brauchen wir aber natürlich unseren Konstruktionshammer. Schauen wir da direkt mal nach. Dann wäre Plan für heute auf jeden Fall mal die Kühlschränke bauen. Dann sollten wir, oh, was wir auch direkt machen sollten vielleicht, unsere Rüstung mal wieder reparieren. Die wurde ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Haben wir dann noch normale Tierhäute? Ja, ideal. Perfekt, dann können wir die da gerade reparieren. Machen wir das. Zack, rein da. Genau. Hier, guck mal. Ja, das muss alles repariert werden, Alter. Sehr wichtig. Ja, wurde schon gut in Mitleidenschaft gezogen, die letzten Episoden. Kann man gar nicht anders sagen, gell? So, schaut mal. Ja, die Tierhaut wollte ich nicht nehmen. So, dann sind wir da auch wieder ready, haben unseren Stuff an und jetzt gucken wir gerade mal nach. So einen Kühlschrank zu bauen, schon sehr nice, dann können wir hier auch gerade mal nachschauen. Ach, guckt's euch an, Honig ist am Start, 42 Stück, so lobe ich mir das. Dann war das hier bei Lager, gell? Isoliertes Holz und gehärtete Stahlbarren sind da direkt die Voraussetzung. Okay, das heißt, wir brauchen dann erstmal gehärtete Stahlbarren, ergo brauchen wir Stahl und schwarzes Eis in irgendeinem Ofen und werden da ein bisschen ausrasten. Nehmen wir hier mal welche raus, packen die hier rein, schwarzes Eis dazu und machen uns hier gehärtete Stahlbarren. Let's go. Sehr schön. Obwohl, jetzt bin ich gerade am Überlegen, lasst es, das war jetzt hier ein bisschen verschwenderisch in dem Fall, aber lasst es hier machen, oder? Ja, weil der stellt da ja viel mehr her, oder? Ja, der stellt halt direkt die doppelte Menge her. Woraus macht er jetzt noch so viele Stahlbarren? Ja, nehmen wir das erstmal da raus. Dann ist das erstmal egal. Dann können wir hier Eisenbarren reinmachen. Iron. Und hier schon mal loslegen. Obwohl ich dann auch da chillen würde, oder? Ist halt sonst ein bisschen wasty. Ja, kommt, lassen wir auch das hier erstmal chillen. Okay, dann brauchten wir isoliertes Holz. Da haben wir auch noch ein bisschen was am Start. Das ist doch klasse. Müssen wir gucken. Wo ging denn nochmal unser getrocknetes Holz? War bei dem Trockner drüben. Gell, schauen wir mal gerade, ob wir da noch eine Weile eine Menge drin haben. Oder wie es da aussieht, ob wir schon wieder ein bisschen farmen müssen. Nee, sieht gut aus. Da wird einiges an Holz getrocknet. Das ist doch geil. Und schaut mal hier. Ja. Alter, let's go. Haben wir viel Gärmittel. Sag mal, kommt ihr klar? Ja, ob ihr einmal klarkommt. Junge, das ist immer so die Sache, wenn ich sehr früh morgens oder sehr spät abends aufnehme, rasten die Kaninchen halt vollkommen aus, weil das ist so denen ihre Tageszeit. Ja, des Mittags sind die immer eher so ein bisschen, wir chillen erstmal, warum haben wir das eigentlich dabei? Na, das ist hier und da, wenn ich zwischendurch irgendwas für Guides aufnehme, dann mache ich das manchmal mit demselben Spielstand. Setzt das dann zurück, aber vergesst dann hier und da irgendwie Waffen oder dergleichen Equipment wieder raus aus dem Inventar zu tun. Verzeiht, aber letzten Endes beeinträchtigt das ja nicht unsere Erfahrung, von dem her denke ich, passt das schon. So, was machen wir denn mit dem Eis? Ja, das läuft nämlich auch ab. Wir könnten damit Eistee machen, oder? Das konnten wir doch auch noch machen. Und ich hätte gesagt, wir machen vor allem noch eine Werkbank, wollten wir mal noch bauen, oder? Also eine ganz normale Werkbank. Gerade mal gucken, wo ist die denn? Ja. Nee, eigentlich würde ich eine ganz normale Werkbank machen. Genau, hier, schaut mal. Werkbank. Einfach nur Werkbank, ja. 40 Holz. Und die haben wir noch nicht. Ja, was wir alles noch nicht so haben, ist schon irre, gell? 40 Holz, da muss ich natürlich schon auch sagen. Also, dass wir die noch nicht gebaut haben, kann ich natürlich verstehen. 40 Holz ist natürlich ein Brett. Ja. So, dann gucken wir hier gerade mal 12 Stück herstellen. Könnten jetzt so eine aus einem DLC herstellen, halte ich jetzt für unnötig. Jetzt hier erstmal eine ganz normale Werkbank hin einfach. Ha? Genau, und dann müssten wir hier doch die Schilder herstellen können. Guck mal, wir können hier jeglichen Shit herstellen, wie es aussieht. Genau, Rezept Holzschild. Und da gibt es doch auch das Schild, das so an der Wand ist, oder? Genau, da, Wandschild. 20 Ast, eingeformtes Holz.
Okay, Äste und geformtes Holz, also I see. Und dann können wir hier direkt mal anfangen. Hier wollten wir doch irgendwo Holzstein-Stuff machen. Ja, genau hier, ja, haben wir ja sogar schon losgelegt. Perfekt. Äste sind da direkt am Start. Nehmen wir da mal 300 raus, packen die hier rein. Dann brauchen wir eine Menge geformtes Holz. Ja, und dann können wir da richtig loslegen, Leute. Also bei uns an der Base, da geht mittlerweile schon was, ha? Sag mal, ist der jetzt da auch stehen geblieben? Wartet mal, muss jetzt gerade gucken. Ja, okay. Ich habe hier unseren Legendary Zauberer platziert. Das habe ich auch noch gemacht. Genau. Ja, ich habe es, glaube ich, nicht zurückgesetzt. Ja, das bedeutet jetzt, dass hier und da halt die Produktion ein bisschen länger liefen, aber ansonsten habe ich nichts gemacht, keine Sorge. Ich habe nur vergessen, es zurückzusetzen. Aber wie gesagt, ich habe nur ein bisschen was für den Zauberei-Guide gezeigt. Da war das eben nötig, dass ich da mal einen Zauberer hinsetze. Genau, ja, geformtes Holz wollte ich noch schauen. Alles klar. Und dann könnten wir mal überlegen, ob wir langsam auch anfangen, hier Dingens zu regeln, ja, die ersten Getränke zu machen. Und apropos Getränke, jetzt ist halt gerade das Nashorn da vor Ort. Ja, sonst hätte ich da jetzt mal wieder unser Öl abgeholt, beziehungsweise unsere Fische, aber vielleicht geht's ja jetzt jeden Moment. Das hat da jetzt gerade das Krokodil weggemacht. Ja. Okay, dann scheint da noch ein Krokodil zu sein, das nackig gemacht wird. Ist kaputt. Genau, und jetzt verzieht sich das auch wieder. Perfekt. Dann können wir da jetzt hin. Ganz ungestört auch an der Stelle, ha? Kann uns in dem Sinne alles egal sein, sind ja schon alle tot. Das heißt, wir können hier direkt ein bisschen. Nehmen wir die Reptilienhaut natürlich mit. Wenn die hier sozusagen for free ist, bin ich da dabei. Wo war das zweite denn, was er getötet hat? Da sehe ich jetzt nicht. Ist aber auch egal, ist egal. Ist nicht so wild. Schaut mal, da sind nämlich auch unsere Hände voll Insekten, haben sich dem Ende zugeneigt. Sind keine mehr drin, ergo gibt es da natürlich auch keine Fische mehr, die danach kommen. Das heißt, wir könnten mal wieder langsam sicheln gehen. Das kann man vielleicht nachher, während wir einfach so ein paar Sachen bauen oder darauf warten, dass weitere gehärtete Stahlbarren oder geformtes Holz hergestellt wird, könnten wir das mal machen, dass wir sagen, yo, na, guck mal, geformtes Holz haben wir auch mehr als genug, nehmen wir direkt mit. Dann können wir da ein paar Schilder machen, die Truhen schön beschriften. Und dann bin ich, glaube ich, richtig zufrieden, so allmählich in dem Turm. Dann haben wir hier eine erste kleine Base. Ja, ist jetzt nichts Spektakuläres letzten Endes, aber die ist dann schön geordnet, alles läuft hier. Und ich finde das Ordnungssystem auch aus der Warte dann ziemlich wichtig, dass wir sagen, hey, wenn wir jetzt früher oder später irgendwo anders hingehen, ja, also irgendwo anders wohnen wollen und dann zurückkommen und nicht mehr so genau wissen, was, wo und wie, ja, dann haben wir die Schilder und wissen genau, was abgeht und das finde ich dann eigentlich ganz nett. Ja, okay, die brauchen eine kleine Weile, das ist aber auch in Ordnung. Dann wollten wir die Fische in die Ölpresse tun, beziehungsweise in die Flüssigkeitspresse. Hier, guck mal, macht er mal Öl, Alter. Ja, schaut mal, wir haben ordentlich Öl. Das ist doch geil. Das ist doch mega geil. Verdorbenes Fleisch kann direkt in den Kompost rüber. Genau, guck mal hier. Alter, mal hier 26 Kompost. Die können direkt hier rein. Dann können wir da gottlos viel Gärmittel machen. Leute, alles läuft. Wie einfach alles läuft. Ich lieb's. Ich lieb's einfach. Genau so muss es sein, wisst ihr, wie ich meine? Genau so muss das sein. Aber dann haben wir hier schon krassere Sachen und so, können die bald noch in den Kühlschrank tun, dann halten die sich auch noch richtig lang. Ey, ja, ich kann es nur wiederholen, alles läuft. Es läuft einfach alles. Perfekt, okay, was haben wir denn hier? Irgendwo hatten wir doch den Met und da fehlt ja eigentlich nur noch Honig jetzt hier, gell? Honig haben wir auch ein bisschen am Start, das heißt, wir können die ersten paar Met-Dinger herstellen. Würde ich jetzt noch chillen, bis wir unseren Kühlschrank haben, obwohl wir den jetzt ja eigentlich auch bauen können müssten, oder? Schauen wir nach, ob wir jetzt schon genug isoliertes Holz und dergleichen haben. Ich glaube, isoliertes Holz war auch nie das Problem, gell? Das ist hier, da haben wir genug. Steht jetzt irgendwie Stahlbarren. Ja, da können wir auf jeden Fall schon mal einen Kühlschrank bauen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Haben die 20 Gehärtete gebraucht, oder? Gucken wir gleich, ob wir alles dabei haben. Nicht, dass ich jetzt wieder zweimal renne. Schwarzes Eis, ja genau. Dann holen wir da noch ein bisschen was raus. Nicht, dass es da jetzt restlos verbrennt oder so. Ja, okay, wir haben schon noch ziemlich viel. Du, ich würde fast sagen, ein Kühlschrank reicht auch erstmal vollkommen für unser Vorhaben, oder? Wären wir jetzt auf einem Server mit 5 bis 10 Leuten, hätte ich gesagt, okay, komm, brauchen wir zwei, drei, aber ich glaube, einer tut's vollkommen für uns. Und das wird schon passen. So, schaut mal hier, eine Kühlkiste. So, dann, wie rum gehört die denn? Ja, okay, hier vorne. Ja, da ist auch der Ausrichtungspfeil, alles klar.
Ja, so ein Kühlschrank könnte nach da hinten rein, könnte aber halt auch irgendwo hier vorne stehen, irgendwo in der Nähe von dem Kochherd, fände ich eigentlich auch ganz cool. Der kann da drauf. Wäre jetzt halt so eine Geschichte für sich, gell? Würde schon doof aussehen, aber wär halt mega praktisch. Wäre halt mega praktisch. Soll der hier so in das Ding übergehen? Ja, komm. Sorry, sehe ich. Also ja, ich weiß, sieht doof aus, aber come on, der ist da halt ultra praktisch, actually. Dann kommt da schon mal Eis rein. Wie lange hat das jetzt? Hä, ach, da drin wird es gar nicht gewastet. Ist ja hart geil. Oder? Und gegrilltes Steak, gucken wir mal, läuft ab in 16 Minuten. Ja, läuft ab nie. Okay, fett. Die meinen also mit haltbar machen, das ist dann für immer haltbar. Okay. Ja, wenn ihr sagt, das findet ihr so fair, ich habe da nichts dagegen. Ich fand's auch immer irre, gell? Der Kühlschrank braucht auch gar nichts, um zu laufen. Also ihr, falls ihr jetzt vielleicht denkt, okay, da muss jetzt immer wieder Eis rein oder so, nee, der läuft einfach so. Der braucht nichts. Einfach nur, muss einfach nur da sein, dann passt es schon. Fand ich schon immer ganz witzig irgendwie, dass der einfach nichts braucht. Ist dem doch egal. Das ist dem vollkommen egal. So, dann können wir hier noch ein bisschen weitermachen, unsere Loot-Chests zum Beispiel noch umzuräumen. Viel ist es dann auch nicht mehr letzten Endes. Ja, geht klar. Und hier so Goldstaub und so Sachen, da können wir hier mal anfangen zu malen. Ja, das können wir alles mal. Salz, weiß ich jetzt nicht, können wir vielleicht in den Herd reinlegen einfach, oder? Nee, nicht das Steinfundament. Genau, hier die Holzkiste. Ah, da wieder ein bisschen Holz und Zwirn rausgeholt. Das habe ich mir dann noch aufgeschrieben. Ja, Rüstung reparieren. Und hier und da mal unsere Zauberei noch ein bisschen boosten. Ja, können wir schon auch machen. So, gerade wenn wir das nächste Mal farmen gehen oder so, können wir das definitiv machen. Gucken wir dann mal hier in den Herd ein bisschen Salz rein. Dann gehen wir mal an unseren Mahlstein ran. Malen da noch ein bisschen was von dem Stuff. Ah, Silberstein und Goldstein wird da nicht zermahlen. Interessant, okay. Ja, alles klar, aber das wird zermahlen. Dann sammle ich das trotzdem hier drin. Ich finde einfach, das passt da ganz gut mit dazu. Ja, Zwirn und Holz können wir direkt in die Kisten packen. Schau mal, Holz da rein. Haben wir schon irgendwas für Zwirn gehabt? Ja, genau, guck mal. Let's go. Kristall wüsste ich jetzt auch nicht, wo wir das noch reinpacken letzten Endes. Sehe ich das schon irgendwo hier? Machen wir mal da, oder? Die Härte des Stahlbarren würde ich irgendwo drin liegen lassen eigentlich. Fackeln, weiß ich jetzt nicht. Kann man eigentlich auch irgendwo drin liegen lassen erstmal. Das passt dann schon. Das ist überhaupt kein Problem. Komm, tun wir die mal hier rein einfach. Ich werde die liegen da jetzt für immer. So richtig forever, ever? Ja, forever, ever. So, dann nehmen wir hier Holz und Stein mit. Nehmen wir die dicke Haut mit, nehmen wir die Äste mit, nehmen wir das Obsidian mit, hauen die weg. Ja, so nach und nach. Das ist einfach wichtig. Ja, ich habe es ja die letzten Episoden immer wieder angemerkt. Eine schöne Base zu haben, in der alles läuft und schön sortiert ist, finde ich, ist schon ein wichtiger Approach. Sollte man auf jeden Fall machen. Letzten Endes profitiert man ja nur davon. Ja, wie gesagt, in Zukunft geht dann alles schneller. Und da wollen wir auch letzten Endes hin, also. Das ist vollkommen in Ordnung, so denke ich mal. Schaut mal genau. Und dicke Haut, weiß ich jetzt nicht. Würde ich vielleicht einfach mal hier. Ah, da sind die Samen drin. Alles klar. Was haben wir denn da noch? Da haben wir noch gut Samen, gell? Ja, guck mal, da können wir so viel geilen Scheiß machen, letzten Endes. Ist das einfach der Hammer, dass wir da alles abziehen können. Dann weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht hier noch rein. Dicke Haut. Ich will halt nicht, dass die direkt verarbeitet wird, weil wie gesagt, die braucht man hier und da als direktes für eine Rüstung stellenweise. Und wenn wir die jetzt in die Gerberei werfen, machen wir da halt direkt gehärtetes Leder draus. Und das fände ich in dem Sinne, oder dickes Leder, ich weiß nicht genau, wie es heißt, ihr wisst Bescheid. Und das finde ich dann ein bisschen unnötig an der Stelle, ja, das muss nicht sein. Das können wir dann machen, wenn wir es eben brauchen, wie gesagt. So, guck mal, jetzt können wir hier die Schilder hinmachen. Hä? Warum darf jetzt das Wandschild nicht an die Wand? Ist das dein Ernst? Eben, gell? Darf doch an die Wand. So, okay, dann machen wir hier. Samen. Und was ist da noch drin? Verschiedene Beeren, oder?
Und Gewächse mit E vor allem. Eieiei, Alter. Morgens, hey. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungünstig mit dem Balken, aber was will man machen? It is what it is, I guess. So, was haben wir hier? Hä, da ist jetzt über dem Balken. Nicht dein Ernst. Ist es da drin? Ja, wissen wir noch nicht. Okay. Ist auch in Ordnung. Aber man sieht es nur ganz schemenhaft, gell? Mach mal hier. Was war da jetzt noch gleich drin? So, Mineralien? Mineralien. Ja, die sind da drin, Alter. Mineralien. Und hier Holzstein, Ast. Holz, Stein, muss ich gar nicht groß klein schreiben, ist eh alles groß. Ast, ja. Easy. Ehrbar, da ist letzten Endes trivial, was drin ist, oder? Das sind halt die Sachen drin, die daneben wachsen. Dann haben wir hier Pflanzenfasern und Zwirn. Darf ich da? Ja. Pflanzenfaser. Zwirn. Zwirn. Ist auch einfach ein schönes Wort, oder? So, dann machen wir hier diverse Käfer, oder? Käfer. Ja, generell. Insekten. Ah, nee, brauchen wir hier nicht. So. Okay, dann hier machen wir Loot. Loot. Ach, schade, dass man das nicht mit Eingabe direkt bestätigen kann, aber das ist in Ordnung. So, und hier wissen wir es, glaube ich, auch noch nicht, gell? Ah, doch. Mach mal da, Tier, Haut und dicke Haut. So. Easy. Ja, so lobe ich mir das. So lobe ich mir das. Dann lassen wir die beiden restlichen Schilder noch hier drin. Wer weiß, vielleicht brauchen wir die irgendwann mal wieder. Falls wir weitere Chests etablieren oder so. Ich würde sagen, das passt so jetzt erstmal. Ha? Kann man sich nicht beklagen, das läuft. Das läuft. Schau mal hier nochmal rein. Wie sieht's da aus? Da werden gut gehärtete Stahlbarren gemacht. Das ist doch sehr schön. Kommen die da rein? Dann könnten wir da langsam die nächsten Sachen draus bauen. Wir haben also das nächste Equipment. Das würde sich definitiv lohnen. Und dann würde ich auch sagen, machen wir hier direkt weiter mit Stahlbarren und dergleichen, oder? Und dann werden da auch noch mehr gehärtete Stahlbarren hergestellt, letzten Endes, ja. Hier ein bisschen Stahlfeuer. Genau. Zack, da rein. Dann läuft die Geschichte. Dann kann hier mal noch der Fleischfetzen rein, der mich schon die ganze Zeit nervt. Und das restliche Eis können wir direkt eigentlich auch da vorne reinpacken, oder? Ist das schwarzes Eis? Das schwarzes Eis. Dann kommt es direkt in den Ofen. Passt dann ja auch. Ja, guck mal, da machen wir ordentlich gehärtete Stahlbarren, ha? Das ist schon nice. Das ist schon sehr nice. Was hat gerade rumort? War das unser Nashorn? Wahrscheinlich, gell? Ey, Sade wird die Rüstung nicht ausziehen, gell? Macht sie einfach nicht. Sie sieht sie überhaupt nicht ein. Wirklich gar nicht. So, dann machen wir hier die letzte Chest. Das ist so Loot-Stuff, oder? Und ein bisschen was hier, so Kugeln würde ich vielleicht. Rohasche, leuchtende Essenz. Keramikkrug, Kerze, Kerze, Kerze. Illusorische Augenklappe. Silbermünze, alles klar. Gucken wir mal, wo wir das so reinschmeißen. Und dann würde ich sagen, geht danach mal wieder so ein bisschen der Farm los. Ja, wir farmen dann. Zauberer für Obolusse, um uns verschiedene T4 Legendary Thralls zu holen. Wir farmen die unter anderem aber auch für die leeren Zauberspruchseiten oder die fehlgeschlagenen Zauberspruchseiten, die dabei haben, um unsere Zauberei voranzubringen. Und wir wollen natürlich alle noch mit unserem Derketos Kuss hier auf unserer 3 ernten, damit wir unsere Religion ein bisschen vorantreiben können. Ja, und dann wäre ich eigentlich sehr zufrieden, wenn wir das alles so in einer Warte machen, letzten Endes. Wir gehen dann ja immer dahin. Farmen das und dann ist quasi das, was wir da farmen, eh auch direkt das, was wir brauchen, um genau die Sachen zu machen, die ich gerade erwähnt habe. Ja, von dem her würde ich sagen, lohnt sich das auf jeden Fall, das so zu machen. Rohasche, Alter, ich habe keine Ahnung, was man mit Rohasche macht. Falls es jemand von euch weiß, gerne in die Comments damit. Ich habe echt keinen Plan. Gar keinen Plan. Ein Keramikkrug, wo spüre ich den? Den spüre ich doch hier, oder? Da kann man dann direkt aus dem Krug eimern, Alter. Boah, wir werden heute Abend ordentlich Mario Kart zocken und da wird, glaube ich, gut geeimert.
Da wird, glaube ich, richtig gut geeimert. Dann können wir hier genau mal ein bisschen Honig rausholen. Alter, Leute, wie alles läuft. Wie alles bei uns einfach läuft. Jetzt stellen wir Met her. Ich kack ab, Alter. Wie geil. Wie geil ich es einfach finde. Die Kerzen würde ich fast oben auf meinen Altar draufpacken. Obwohl erstmal in den Altar rein, weil ich warten würde, die da drauf zu packen, bis wir sagen können, okay, der verändert sich jetzt nicht mehr. Wisst ihr, wie ich meine? Also wenn wir den upgraden, dann ändert er sich ja nochmal ein bisschen vom Aussehen und dann würde ich sagen, okay, das ist irgendwie Quatsch. Das macht erstmal keinen Sinn. Sollten wir einfach. Warte mal, können wir mit der Wasserkugel nicht direkt geschissenes Wasser herstellen hier wieder? Doch schon, oder? Ah nee, das ist eine Wasserflasche. Wasserkugel ist, stimmt, die ist ja zum Werfen. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Wir wollen die aber nicht werfen. Wir wollen ja erstmal nur, ne, dass die nicht mehr in unserem Inventar rumpimmelt. So, dann gucken wir hier rein. Ja, packen wir da ein paar Kerzen rein. Die können wir früher oder später zur Dekoration verwenden. Und dann würde ich sagen, geht's langsam los, oder? Ich würde jetzt hier auch schon noch ziemlich gerne die zweite Etage bauen eigentlich. Wäre halt wieder gottlos viel Stein und Holz farmen. Ich würde aber sagen, vorher gehen wir mal mindestens ein bisschen sicheln, holen mal wieder ein paar Käfer ran. Na, Bienen hier für unseren Honig, ein paar Hände voll Insekten für unsere Ölpressen und so. Ist einfach wichtig, wie gesagt, dass die Produktion immer läuft. Das liegt mir sehr am Herzen. In dem Sinne machen wir das doch glatt schnell, oder? Ja, würde ich sagen, machen wir schnell. Dann wird die Episode, die ist dann einfach wieder ein bisschen grindier. Das ist schon in Ordnung, I guess. So. Und dann natürlich alles dem höheren Ziel geschuldet. Wie gesagt, ich habe es ja vorher schon formuliert. Ich würde dann gerne wieder farmen gehen. Gerade so aus der Warte, hier bei der Zauberei mal voranzukommen und so. Das wäre mir schon ein Anliegen. Ja, wird auch einfach lustig. Ich meine, hier schließlich nicht umsonst Age of Sorcery. Dann sollte man schon auch ein bisschen Sorcerern. Jetzt sind wir hier ja schon irgendwie. Ich weiß gerade gar nicht genau, welche Folge das ist. I guess irgendwas über 50, oder? 52, 53, irgendwie sowas. Also, wir sind schon gut fortgeschritten, kann man gar nicht mehr anders sagen. Ja, würde ich sagen, kann man langsam auch mal ein bisschen loszaubern. Haben uns eh Zeit gelassen, hier das Zauberbuch zu holen. Mir war das lange auch nicht klar, bis ich dann mal wirklich recherchiert habe. Weil ich eben auch einen Guide dazu gemacht habe. So einen kleinen Guide zur Kopfgeldjagd und zur Zauberei. Wie genau das letzten Endes funktioniert. Ja, und teilweise natürlich auch von unserem Server. Weil wir da natürlich, das ist schon ein paar Mal erwähnt, wenn man hier halt zu viert zockt, schafft man quasi viermal so viel in der Zeit. Ja, das heißt, wir könnten jetzt quasi mit dem Game durch sein, theoretisch, wenn man das so sagen will. Mein letzten Endes ist mein Conan nie durch, es ist ein Sandbox-Game, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Also, wir könnten schon sehr, sehr viel weiter sein, wenn wir ein paar helfende Hände hätten. Aber ich finde, die Solo-Experience ist durchaus auch mehr als spielenswert, sonst würde ich ja kein Let's Play davon machen. Das bockt schon einfach. Man muss schon der Typ SpielerIn dafür sein, gar keine Frage. Aber wenn man das ist, und I guess das ist man, ja, wenn man so ein Let's Play auch anschaut oder so, dann bockt es auf jeden Fall. Also ich lieb's. Einfach ein bisschen rumgrinden, Sachen zusammentragen, macht schon Spaß. Sag mal, wo kriegen wir denn Bienen her? Hier kriegen wir so rote Schildlaus, gell? Da ist hier so der Spot. Da gibt's rote Schildlaus. Wo kriegen wir dann denn Bienen? Also wo sagt jetzt einfach irgendwie Conan Exiles, hey, guck mal, hier kriegst du richtig viele Bienen. Müssen wir da andere Sachen absicheln, wenn es da Bienen gibt? Jetzt nehmen wir auf jeden Fall mal rote Schildlaus mit ein bisschen. Kann nicht schaden. Okay. Würde ich sagen, das passt so erstmal. Das ist so erstmal in Ordnung. Dann knallen wir die direkt in die Fischerei wieder rein, oder? Zumindest die paar Hände voll Insekten, die wir da jetzt abgeholt haben. Ey Leute, ich habe neulich erst geschaut, gell? Ich habe das Gefühl, dass mein PC hier und da Sachen nicht packt, weil, und jetzt wird's interessant, mein Netzteil gar nicht mal so geil ist. Und vielleicht kommt meine Graka damit allein schon gar nicht so gut klar, weil schon eine starke Grafikkarte ist, ja? Es steckt auch mittlerweile einfach mega viel Stuff an meinem PC. Die größeren Sachen, wie jetzt hier Lichter, die brennen, um mich zu beleuchten, haben natürlich ihre eigenen Netzteile. Ja, in dem Sinne ziehen die jetzt nicht vom PC, aber da stecken halt auch 1000 Sticks, 70 Tastaturen, 90 Bildschirme gefühlt. Ja, ihr wisst Bescheid. Also da steckt einfach eine Menge dran.
Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass der langsam einfach sagt, ey, chill mal. Und ich glaube, ich habe 700 Watt, 650, 700 und ich würde gerne auf 1000 upgraden. Und ich habe da letztes Jahr nachgeguckt, ich glaube im September, wenn mich nicht alles, nee, ich glaube sogar im Oktober oder November, irgendwie mal so in der Zeit um meinen Geburtstag rum, weil ich halt dachte, hey, wenn gönnen, dann irgendwo da. Und das Interessante ist jetzt, ich weiß noch ganz genau, wie ich da 1000 Watt Netzteile hier und da irgendwie für 110, 120 Euro gesehen habe. Schön von Be Quiet, wisst Bescheid. So wie man das eben braucht, wenn man irgendwie am Recorden ist, finde ich es einfach nervig, wenn man so ein Störgeräusch im Hintergrund hat. Deswegen, ja, wäre da ein Be Quiet schon nett. Und das Ding ist, die sind jetzt halt mittlerweile bei 200 Euro. Also großartig unter 200 Euro findest du da gerade nichts mehr. Und es ist halt wieder so ein You-Moment, weißt, was soll die Scheiße? Warum musste da jetzt der Preis wieder so gottlos steigen? So unchillig einfach, ja. Und jetzt ist es halt, wie es ist. Ihr wisst Bescheid. Was soll ich tun? Kann ich mir gerade einfach nicht leisten, ja. Deswegen muss es noch eine Weile auf sich warten. Das ist aber vollkommen okay. Jetzt haben wir hier halt noch keine Gerberei, gell? Ja, wir brauchen das zweite Stockwerk, sonst können wir auch nicht einfach alles von da drüben hier rüberziehen und dann muss ich ständig hier über die Brücke hin und her rennen. Wie gesagt, ich finde, es macht Sinn, hier irgendwie Räder des Schmerzens oder so aufgestellt zu haben. Das sehe ich auch für die Zukunft. Das können wir gerne so machen. Jetzt habe ich hier Hände voll Insekten übrig gelassen. Kann ich die doch gerade auch noch da reinschmeißen? Ja, also, wisst Bescheid. Das ist so ein bisschen das Ding. Hätte ich jetzt schon noch gerne. Also vielleicht mache ich doch noch mal die nächste Episode jetzt ein bisschen Farmy. Wir könnten überlegen, ob wir uns direkt gehärtetes Stahl-Equipment rausholen. Hier Spitzhacke und Axt. Dann geht's auch noch mal schneller. Dann farmen wir noch mal eine halbe Episode alles zusammen. Bauen das in der dritten Episode dieser Woche fertig. Und dann haben wir auch mal Ruhe. Wisst ihr, wie ich meine? Dann ist erstmal alles fertig gebaut. Dann machen wir in der Woche darauf, keine Ahnung, die Sachen gänzlich fertig, richten das noch ein, kommt da eine Gerberei rein, kommt da sonst was rein, wisst ihr, wie ich meine? Und dann sind wir hier. Dann können wir auch sagen, hey, okay, cool, was machen wir jetzt? Bis dahin könnte es gut sein, dass wir dann auch fast Max-Level sind. Dann könnten wir noch so bis Level 60 hier rumpimmeln. Dann hätte ich noch das Gefühl, dass bald die erste Säuberung eigentlich kommen müsste, sobald wir jetzt hier noch ein bisschen weiterbauen. Wäre dann auch nochmal witzig. Dann würde ich gerne, wie gesagt, nochmal hardcore im Bau rumgrinden, paar T4-Leute rausholen, paar sonst was rausholen, unsere Zauberei voranbringen und dann sehe ich schon langsam, dass wir hier oben irgendwo in den Norden reinsiedeln. Ja, und da dann quasi das nächste Chapter losgeht, sozusagen. Ich fände halt auch immer im Sumpf todesgeil. Ich finde nur, der Sumpf ist einfach deswegen so unlukrativ, weil es hier keinen Norden gibt. Ich finde, es sieht auch immer so aus, als hätten die hier einfach gesagt, komm, wir machen da noch Map und dann haben die irgendwann gedacht, nee, komm, passt schon, ist schon groß genug. Wenn du hier irgendwie noch Zugang zum Norden hättest, dann wäre der Sumpf halt direkt göttlich. Ja, dann würde es richtig Bock machen, hier irgendwo zu wohnen, so direkt an der Schneise zum Norden. Aber weil das nicht geht, finde ich, ist der Sumpf immer so ein Areal, das man so selten betritt, weil es einfach so null Anbindung zu den Late-Game-Ressourcen hat. Guck mal, wie weit du da dann rennen musst, Alter. Wenn du hier noch wohnen würdest, okay, könntest hier so drumrum und da vielleicht irgendwo hoch, obwohl ich hier nirgendwo weiß, wo es da schwarzes Eis gibt. Wie gesagt, hier die Locations, wo wir jetzt selber waren, da weiß ich Bescheid, aber da drüben müsste man fast mal schauen, weil an und für sich fände ich im Sumpf zu wohnen todesgeil. So, jetzt habe ich schon wieder so viel gelabert, ja, dass wir eigentlich schon wieder durch sind. In dem Sinne wünsche ich euch was. War eine erhabene, grindy Episode. Lasst Liebe da. Stay hydrated, stay cold in exiles. Bis zum nächsten Mal, euer P. Ade. Hä? Meine Crew pump ich hoch. Den Bandit pump ich hoch. Mein Garo pump ich hoch. Pump ich hoch. Abonnieren pump ich hoch. Yeah, little Baker Man.